Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge S-Scharnier. Und heute bin ich nur mit dem Nexus alleine hier. Sag mal, hallo Nexus. Halli, hallo. Aber das war sehr synchron. Ja. Ja, Olli ist heute leider nicht mit dabei. Dem geht's gesundheitlich nicht so gut. Und deswegen werden wir jetzt halt einfach so die nächsten zwei Folgen, denke ich mal, dass wir die Woche voll haben, mal nur zu zweit aufnehmen. Und wir haben uns ja schon mal auf eine kleine Reise Richtung andere Gestirne vorbereitet. Und haben ja unsere Raumschiffe schon gebaut, das hier so schön schief im Boden drin steckt. Ja, ich sehe es gerade auch. Dann würde ich eigentlich fast mal vorschlagen, dass wir zwei Einsitze auf ein Ding draufbauen und dann einfach zusammen hochfliegen und uns jeder einfach mal den Rucksack vollstopft. Ja, wir können ja auch noch ein Lager hier draufsetzen. Geht das? Ist das Lager nicht so groß? Dann kannst du halt damit nichts anderes Nein. machen. Ich meine hier so eins. Ja, nee, ich habe gedacht, dass wir zwei Einsitzer machen. Dass wir nur mit einem Schiff unterwegs sind. Ach so, das meintest du. Ja, das können wir ja. auch machen. Das ich denke mal, dass, weil wenn wir beide dann den Rucksack voll haben mit... Wir sollten aber das nehmen, weil das andere das so am Hin und Her wackeln da. Ach, ich würde eigentlich fast das Schiefe nehmen. Vielleicht, ja, wenn wir es landen, vielleicht steht es dann wieder richtig da. Das ist gerade ungefähr 500 Kilometer weggeflogen bei mir. Bei mir steht es noch hier. Bei mir ist es jetzt in der Erde versunken. Interessant. Ja. Ne, bei mir steht's hier. Sieht lustig aus. Aber auf jeden Fall brauchen wir dafür erstmal Gemisch. Ja. Hatten wir davon noch was? Oder? Nicht, dass ich wüsste. Und aber wir haben ja unseren coolen Truck. Weil, jetzt lass uns mal kurz resümieren, was wir brauchen. Also wir brauchen auf jeden Fall viermal Gemisch, um zwei Einsitze zu bauen. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Harz, die auch, das wir auf jeden Fall auch brauchen, um die Basis hochzuziehen. Ja. Dann ist die Frage, was wollen wir alles oben bauen? Also zumindest auf jeden Fall würde ich mal sagen, Treibstoff. Ein Treibstoff, Treibstoffkondenser. Und dann wäre eigentlich fast eine Handelsplattform nicht schlecht, weil dann können wir uns mit dem Treibstoff alles hertauschen, was wir brauchen. Genau. So, jetzt stehen wir hier blöd rum und ich gehe jetzt los und hol Gemisch. Alles klar. Dann kannst du ja dich auf die Suche begeben nach Harz. Magst du nicht irgendwie mit dem Fahrzeug fahren? Ja, wir haben ja zwei, ne? Ja, ich habe jetzt halt mal den großen mit dem Anhänger genommen, aber wir haben ja noch einen zweiten Rover so übrig. Und guck mal, da ist auch schon das erste Hydrazin. Das wollte ich nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach beide Harz und Gemisch mit, wo wir es finden. Ja, genau. Ja, ich habe schon Harz gefunden zum Beispiel. Das ist doch mal super. Obwohl, nee, das wird schon abgebaut sein. Weil ein Loch drunter ist? Ja, so ein bisschen. Probier's einfach mal. Doch nicht. Komisch. Dann nehmen wir es natürlich mit. Weißt du zufällig noch, was wir brauchen, um einen Treibstoffkondenser und eine Handelsplattform zu bauen? Leider nicht. Also Handelsdingens haben wir ja sowieso noch nicht, oder? Gebaut hier. Ich glaube nicht. Wenn das nämlich nicht der Fall sein sollte, dann hat sich das ja erledigt, weil dann wissen wir ja sowieso nicht, was wir dafür brauchen. Aber für das Dingens, ich meine, wir können ja mal Kupfer und so weiter mitnehmen. Wir haben ja genug Kupfer hier. Das stimmt. Na, dass einer sich den Rucksack voll macht mit Kupfer und sag mal schnell. Kommen wir natürlich drauf. Aluminium? Genau. Kupfer so. Und Aluminium sich mal vollstopft. Oh, guck mal. Das Gemisch da hinten habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mir jetzt halt erstmal eine Brücke für den Truck gebaut. Dass ich über diese riesige Schlucht drüber komme. Ich habe jetzt schon mal sechsmal Harz. Ich habe gleich mein viertes Gemisch. Aber ich sollte mir vielleicht mal ein Solarmodul bauen. Weil ich habe ja nichts dabei. Wir haben nämlich am Ende der letzten Aufnahme
unser komplettes Inventar mal entleert, weil... Also ich hätte es, glaube ich, nicht machen müssen, weil Olli und Nexus mir ja nachgejoint sind. Aber ich glaube, dass der sich nicht merkt, wer was dabei hatte. Deswegen haben wir es einfach vorsichtshalber mal runtergebaut. Ja, genau. Okay, damit hätte ich 6 Gemisch. Okay, ich habe auch nochmal 2 Gemisch. Dann stopfe ich mir jetzt nochmal so ein bisschen Harz hier rein. Weil das brauchen wir eigentlich mit am meisten. Ja. Das ist ja eigentlich mehr so das Plastik, würde ich schon fast sagen. Quasi, ja. Das Harz braucht man halt nur, so ein bisschen Metall. Ja, es ist halt... Ist halt die Grundlage für die ganzen Gebäude. Für sonst braucht man das Harz, glaube ich. Also habe ich noch keine Ahnung, wofür man das Harz sonst noch brauchen sollte. Zumindest noch nicht. Ja. Es wird ja hoffentlich auch noch viel passieren in dem Spiel. Ja, das glaube ich schon. Ja, ich glaube es auch. So, ich bin wieder bei uns in der Base. Okay, ich mach meine. So, du wolltest jetzt zwei Einsitzer, ne? Zwei Einsitzer auf einem, weil das brauchen wir sowieso. Okay. Wenn Olli wieder dabei ist, dann werden wir sowieso eine Fähre brauchen, mit der wir Leute hin und her transportieren können. Weil ich... Okay, hier ist ein Sturm. Ich glaube, wir müssen dann immer wieder zurückschatteln, weil ich weiß nicht, ob ihr auf dem Mond nachjoinen könnt oder auf einem anderen Planeten. Ja, das weiß ich auch nicht. Jetzt fehlt ein Gemisch für den nächsten Einsatz. Das war ein kleiner Sturm. Ich baue hier nur noch die Gemischquelle ab, die ich jetzt hier gerade gefunden habe, und dann komme ich zurück und dann dürften wir genügend Gemisch haben, um... Du hast doch Harz gesammelt. Schau mal, ob wir eine Handelsplattform haben oder nicht. Und wenn nicht, dann kannst du ja schon mal eine bauen. Dann sehen wir nämlich und auch nochmal nachschauen, was der Treibstoffkondenser braucht. Dann können wir nämlich gleich das richtige Zeug mitnehmen. Ja. Ich muss gerade mal gucken hier. Handelsstation haben wir wirklich noch nicht. Na dann kannst du ja mal, weil ich hab jetzt halt auch noch mal drei Harz habe ich auch noch mal dabei. Die zwei Harz, die du jetzt da reinstopfst, kann ich dann auch gut kompensieren. Oh, der Sturm kommt, glaube ich, hier hin. Ja, ist nur ein kleiner Sturm. Oh, es ist aber ein Sturm. Das ist richtig. Ich gebe mal eben den Boden hier ein wenig, da wo ich das hinsetzen will, weil... Ach, guck mal, ich habe hier noch mehr Harz gefunden. Dafür eignet sich das Glätten-Tool halt echt gut. Ja, deswegen habe ich das jetzt einmal gemacht. So, ich setze jetzt das da drauf. Und dann gucken wir mal. Der Drucker, der braucht Kupfer, das ist klar. Treibstoffkondensator braucht Kupfer. Okay. Zwei Stück nur. Forschung wäre ja eigentlich auch nicht so uninteressant, ist Gemisch. Ja, das wusste ich auch. Auch zwei, ne? Schmelzer ist auch interessant, braucht aber auch Gemisch. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn wir den Treibstoffkondensator und die Handelsplattform haben, können wir uns ja alles holen, was wir wollen. Ja. Das dauert dann halt einfach ein bisschen. Deswegen, wir sollten auch nochmal ein bisschen Gemisch mitnehmen, dass wir solche Späße wie Solarmodule und sowas auch nochmal machen können. Ja. Also wir brauchen auf jeden Fall Aluminium auch. Für die Handelsplattform. Ach so, okay, die braucht Aluminium. Okay. Und wir haben nur Kupfer hier. Das ist ungünstig. Dann, Inventar schon wieder voll. Weiß ja nicht, ob du vielleicht noch im Inventar irgendwo. Nee, oder? ich hab jetzt nur Gemisch und Harz. Ah, hier, was hier noch? Aluminium, wunderprächtig. Wir haben zweimal Aluminium. Das ist doch perfekt. Kupfer haben wir auch zweimal. Und ein Leuchtfeuer würde ich auf jeden Fall auch nochmal bauen. Jetzt ist auf dem Mond jetzt nicht so schwer, die Basis wiederzufinden. Weil es da einfach nicht so viele Landeplätze gibt. Aber trotzdem, dass wir schon mal ungefähr eine Ahnung haben, wo wir landen müssen und ich... unter Umständen neu starten müssen. Ja.
So, also ich warte nur noch darauf, dass du zurückkommst. Ja, mein Truck ist komplett voll mit Gemisch und Harz. Oh, das ist super. Ja, ich habe 5-mal Harz noch, 2-mal Kupfer und 2-mal Aluminium. Ich glaube, ich habe 3, 5, 8 Harz, 8 bis 10 Harz und nochmal mindestens genauso viel Gemisch. Okay. Und da bin ich auch schon. Ah ja. Wunderbar. Ich kann leider nichts mehr in meinem Rucksack reinpacken, deswegen der ist voll. Alles klar, dann laden wir mal Gemisch voll. Drucken noch einen Einsitzer. Genau. Wenn du willst, kannst du jetzt noch eben kurz... Ach nee, wir haben ja kein Aluminium mehr dafür, für die Handelsplattform hier hinten. Was hast du jetzt halt im Inventar alles dabei? Ich habe 2-mal Kupfer, 2-mal Aluminium, also sozusagen für den für die Treibstoffdingens hier und für den für die Handelsplattform habe ich da alles dabei und 5-mal Harz. Okay, ich habe 3-mal Harz und 3 Gemisch momentan. Das heißt, mit Harz sollten wir eigentlich erstmal zurechtkommen. Ja, weil dann haben wir ja Gemisch. Warte, ich baue mal gleich noch eine. Wir haben noch Dingens gebaut, ne? Du brauchst keine Leuchtfeuer? Bauen. Nee, Leuchtfeuer nicht, aber hier Verbindungen. Verbindungen, genau, die sind hier hinten. Irgendwo. Hatte ich die vorhin gesehen? Da hängt einer. Und da hinten sind auch nochmal 2 Stück. Also Aluminium hast du gesagt, brauchen wir noch? Nee, habe ich ja. 2 Achso, Stück. Okay. Brauchen genau 2 Stück. Und hier sind noch 2-mal Verbindungen, die kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Gut, dann nehme ich die Verbindungen mit. Achso, hier hinten. Beim Treibstoffkondenser, wo denn auch sonst? Ja, genau. Hätte man ja drauf kommen können. Ja, ja, hätte ich auch sagen können. So, ich habe mal ein Treibstoffding noch hier dran gemacht. Das ist gut. In gesunder Schräglage. Ja, das macht besonders Spaß. Und ab geht der wilde Ritt. Schön durch die Wolken. Ach, guck mal, da wollen wir jetzt genau hin. Ja, zu dem Mond da, ne? Richtig. So, hier sehen wir mal unseren schönen Planeten von oben. Ja, mit mehreren Landestationen. Richtig, diese einzelnen Kreise sind alles Landestationen, zu denen wir hin können. Und wenn ich jetzt hier oben nochmal auf dieses Symbol drauf gehe. Ob das hier? Ich sehe das auch, ich zeige dann nur mal so mit dem Maus. Und jetzt könnten wir hier zum Beispiel auf den Mond, oder da kommt dieser große rote Planet gerade in unseren Einflussbereich. Das warte ich nochmal kurz ab, dann könnten wir rein theoretisch auch dahin fliegen. Allerdings, da kommt er gerade. Wüstenhaft. Wüstenhaft, okay. Das hier ist halt Karg, ist halt dieser Mond. Karg ist der Mond, genau. Und da kommt noch der kleine Braune, da können wir auch nochmal gucken. Was der so ist. Das wäre verstrahlt. Oh, das klingt auch interessant. Aber wir begnügen uns jetzt halt erstmal mit dem Mond. Und dann halt einfach auf den entsprechenden Himmelskörper klicken. Und ab geht der wilde Ritt. Ach, da ist er. So, und wir haben hier sage und schreibe 2. Ich sehe gerade eben 2 Landeplätze. Ja, ich auch. Hast du irgendwelche Präferenzen? Der obere schaut ein bisschen in der Nähe von... Na gut, der scheint beide in der Nähe von Kratern zu sein. Ja. Man kann leider weiß nicht aus dem All sehen, was denn hier so auf uns wartet an Metallen oder sowas. Ja, es hat sogar 3 Landeplätze. Ah, ja, dann würde ich doch sagen, nehmen wir den nächsten hier, oder? Oder ja, obwohl der liegt schön auf dem Berg, ne? Ja, können wir schön Aussicht bestimmt genießen. Ach komm, schauen wir uns einfach mal an. Wenn uns der Platz nicht gefällt, können wir ja immer noch woanders hin. Ja. Ja, hier muss man... Okay, das ist interessant. Schön im Gelben. Ja, schön pissgelb. Oh, ich muss mal... Oh, fertig. Oh, Entschuldigung. So, dann... Bauen wir doch... Also ich platziere hier mal das Leuchtfeuer, dass wir das auf jeden Fall wiederfinden. Und dann können wir hier anfangen, unsere Basis auszubauen. Ich würde mal sagen, wir orientieren uns ein bisschen
nach unten hin, oder? Weil... Ja, würde ich auch sagen, so nach hier, so, ne? Keine Energie. Sind auch gerade schön... Ach, guck mal, da hinten. Grün? Was? Hä? Grün ist, ist dieses... Moment. Das schaut... Ist das organisch? Nee, nee, das ist nicht organisch, das ist... Ach so, das ist Lithium. Genau, Lithium, ja. Ja, interessant. Ja, können wir noch nicht abbauen? Nee, das ist das Lithium, das man drumherum abbauen kann. Das ist irgendwie so ein Grafikfehler. Ach so. Wenn du das abbaust, ist es trotzdem Lithium, weil diesen Stein, den man hier sieht, das schaut ja so ähnlich aus wie diese Plattform, auf der unsere Gebäude stehen. Das kann man mit unserem normalen Werkzeug nicht abbauen. Nee, dafür braucht man extra einen Bohrer. Richtig. So, dann ebnen wir erstmal hier ein bisschen den Weg ein. Ist doof, wenn man keine Energie hat. Das ist richtig. Ich würde auch direkt sagen, dass wir direkt noch weiter hier runter gehen, ne? Ja. Aber wir müssen uns ja eh erstmal am Shuttle orientieren. Ach, guck mal, da geht gerade die Sonne auf. Die Sonne auf, ja. Schaut das nicht geil aus? Das schaut wirklich super aus, ey. So, also ich habe noch genau ein Harz. Wie viele Harz hast du noch? Ich habe noch 4 Harz. Das heißt, wir könnten noch eine... Nach unten? Ja, Moment. Wir müssen ja 2 Stück ausbauen, ne? Um ja, eben, das heißt, ich baue hier mal mit meinem einen Harz hier nochmal eins hin. Ja. Und dann können wir die beiden äußeren ausbauen. Ja. So, Doka eher nicht. Treibstoffkondensator. Treibstoffkondensator und Handelsplattform. Ach ja, das habe ich ja hier drauf gesteckt, deswegen kann ich das nicht rausnehmen. Ach ja, dein Ernst jetzt oder was? So. Ich baue mal aus dem einen Lithium, das ich abgebaut habe, eine Batterie. Oh jo, das ist wäre super. Also halt nur eine kleine Batterie, aber besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Und dann brauchen wir... Dann packe ich mal meine Solarmodule hier hin. Handelsplattform. Zack. Hier hast du mal Verbindungen. Ah, eine Sekunde. Ich will auch eben kurz meinen Solar hier draufsetzen. Und dann werde ich mir 2 neue Solarmodule bauen. Ja gut, das kann ich jetzt noch nicht. Da hast du einmal Gemisch. Oder nee, ich baue erstmal 1. Weil dann können wir im Zweifelsfall nochmal Verbindungen bauen. Ja, wir dürften eh bald, also wenn der Kondensator, immer wenn der Kondensator voll ist, jetzt können wir ja einfach mal Treibstoff herstellen. Ja, ja, ja. Okay, und klar. Dann würde ich mal sagen, können wir uns mal ein bisschen auf die Erkundungstour machen. Hier hinten gibt es zum Beispiel auch schon mal Erz. Ja, ist Aluminium. Oh, guck mal. Das ist ja cool. Komme ich hier lebend runter? Das Problem ist, dass wir Sauerstoff brauchen. Ach, Sauerstoff. Hier, guck mal. Alles kein Problem. Sind da Ressourcen drin? Das schaut so aus. Wow, Glück gehabt. Was tust du denn? Du alter Geizkragen hier. Rennst hier vor ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, sowieso. Ach, guck mal, ein Einsitzer. Einsitzer, Aluminium und Harz. Noch irgendwas? Was denn? Aber sehr cool. Ja. Das hatte ich ja zum Beispiel auch noch überhaupt nicht. Und ein Forschungsobjekt. Ja. Müssen wir auch noch bauen, ne? Brauchen wir aber, glaube ich, Harz, glaube ich, war das, ne? Gemisch. Was, Gemisch? Okay. Gemisch. Für Forschung braucht man Gemisch. Ich grab hier mal ein bisschen weiter aus. Alter, wenn das Ding hier so einen Krater macht... Boah, aber das schaut schon cool aus hier unten. Ja, wir haben hier auch direkt eine Höhle. Das ist ja cool. Das ist praktisch. Allerdings natürlich mit ziemlich gefährlichen Pflanzen. Natürlich. Ja, ich hab's schon gehört.
Aber das Schöne ist ja, sobald man die einmal abgebaut hat, sind die ja weg. Richtig. Energie findet so eine richtige Wand. So eine richtige Wand aus den Scheißpflanzen hier. Ja. Aber, Nexus, wenn ich meine Zeit richtig im Blick habe, dann würde ich mal sagen... Hast du. Die Forschung dieser wunderschönen Mondhöhle, da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Yep. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. In der nächsten Folge ist Olli immer noch nicht mit dabei. Nochmal eine gute Besserung hier von meiner Seite. Genau, gute Besserung. Aber Olli ist natürlich nicht raus. Keine Sorge, der kommt wieder. Und Kraut vergeht nicht. Also macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.